damit geht es also weiter hier in Santiago. Quatsch, in Santiago, in der Karibik. Bei Port Royal 3. Wir hatten ja in der letzten, am Ende der Folge noch die Mission bekommen, wir müssen Metallwaren kaufen. Und diese dann wieder in Santiago abgeben. So, wir nehmen auch mal hier die anderen Waren mit. Gibt's hier noch irgendwelche wichtigen Charaktere? Achso, wir sollten uns ja mal den Vizekönig vorstellen. Hab ich irgendwie noch im Hinterkopf. In der Reparatur? In der Reparatur? Oh, 21. 12? 14? Jawohl, das war's. Dann gehen wir mal zum Palast. Vizekönig. Achso, wir müssen Navigator sein. Okay, für was haben wir dann letztens die Meldung bekommen? Dass wir uns bei ihm mal melden sollen. Naja. Dann halt nicht. So, wir handeln erstmal wieder. Das kommt ja alles weg. Warum behalten wir? Ziegen lohnt sich eigentlich auch nicht. Haben wir denn in Cayman jetzt eigentlich genug Waren, um die Gebäude zu bauen? Immer noch nicht. Vielleicht sollten wir dann einfach mal hier ein paar Ziegen mitnehmen. Einfach so. Tortuga. Metallwaren müssen wir behalten. Oh, Zucker, jawohl. Dann lohnt sich nicht. Ziegel wollte ich behalten. Rumbalten wir auch. So, kurz gucken, ob es hier wieder wichtige Charaktere gibt. Ach nee, leider nein. Dann müssen wir nach Gibara. Da gibt es nämlich auf jeden Fall Metalle. So, 110 Metalle. Sehr geil. Das können wir noch verkaufen. Ein bisschen. Und Brot können wir auch wieder ordentlich einkaufen. Kurz gucken. Nö. Keine Mission. Keine wichtigen Leute. So, wir müssen verkaufen. Metalle. Zucker wollte ich behalten für unten, für Port Royal. Menschen gibt es auch noch genug. Holz nehmen wir auch gleich noch mal ein bisschen mit für Port Royal. So, dann verschieben wir es mal kurz. Holz haben wir echt viel. Holz können wir auch ruhig wieder ein bisschen mitnehmen. Und das Ganze dann in Cayman verkaufen. Der Rest. Dann sicher ist dir schon der eine oder andere Piratenkonvoi begegnet. Nein. Jeder Piratenkonvoi gehört zu einer Bande, die mit jeder erfolgreichen Plünderung immer stärker wird. Piraten werden von Militärkonvois vertrieben und gejagt, doch ist das Militär dabei nur mäßig erfolgreich. Daher erhältst du eine ordentliche Prämie, wenn du einen Piratenkonvoi ausschaltest. Du kannst sogar versuchen, neuer Rang, Hauptbootsmann. Ja, du kannst sogar versuchen, sein Versteck zu finden und ihn dort zu töten. Ich bin der Richtige für ganz spezielle Aufträge. Sagen wir, ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Stadt, deswegen würde ich nicht nein sagen, wenn mich jemand fragt, ob ich die Lager der Stadt sabotieren und die Vorräte einer Ware vernichten soll. Bezahlt meinen Preis und in Cayman verschwinden auf wundersame Weise sämtliche Vorräte an Früchte. Wie viele Früchte gibt es denn hier? So, das kann man nämlich... Obwohl, das lohnt sich nicht. Doch, das lohnt sich. Nee, das lohnt sich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir kaufen jetzt erstmal alle Früchte. Und anschließend lassen wir ihn sabotieren. Und dann verkaufen wir wieder alles. Aber das lohnt sich nicht. So. Der Rest passt. Gut, jetzt haben wir hoffentlich genug... Ja, jetzt haben wir genug Waren. Also, in 8 Tagen werden hier die beiden Wohngebäude fertiggestellt. Sehr schön. Dann heißt es jetzt eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken. So, da oben ist eine Dürre. Dürre ist immer gut. Das bedeutet, wir können hier gut Nahrung verkaufen. Genau.
Seile. Naja, ein paar. Das ein bisschen. Naja, ist eigentlich auch nur Tropfen auf den heißen Stein, was wir in Evangelista kaufen können. Ja. Psst, hier. Ihr seht, bei uns lässt es sich gut handeln. Sehr gut, das nächste Kartenstück. Hier sind meine Informationen. Das war Kartenstück Nummer 3. Gucken wir mal ganz kurz uns die Karte an. Okay. Also hier, das Rote sind Handelsrouten. Das ist Land. Das Weiße ist, Sand sein. Handelsroute, die rechts umgeht. Hohes Land. Handelsroute, die rechts umgeht. Hohes Land. Links ist so ein bisschen Sand. Der hier unten macht eigentlich wenig Sinn. Wir müssen ja oben Land haben. Eine Handelsroute, die rechts rumgeht. Ich würde behaupten, hier. Oder. Nee. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich komme noch nicht auf. Da müssen wir dann doch noch mal ein bisschen sammeln. So, wo war unser Schiff? In Evangelista. Da waren wir aber gerade. Dann würde ich sagen, kommen wir nach Cancun. So, wir haben eh zu wenig Waren, um auch irgendwelche Angebote anzunehmen. Aber wir können alles verhökern, was wir an Bord haben. Sehr gut. So, hallo. Ich habe nützliche Informationen für euch. Ich konnte letztens ein paar üble Burschen belauschen und kenne nun den ungefähren Lager eines Verstecks vom Piraten Captain Dulane. Für eine Summe von 20.000 könnten wir Informationen über das Versteck des Piraten bekommen. Wir können nämlich auch, ich gehe mal ganz kurz hier in das Stadtpalast hin, Piratenliste. Bisher wurden noch keine Piraten entdeckt. Okay. Aber es gibt definitiv Piraten und jetzt werde ich mal speichern. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, gleich meine kompletten Schiffe zu verlieren. So, wir, um mal ein bisschen Abwechslung zu bekommen, kaufen uns mal den Standort. Östlich von Port Royal soll sich der Pirat Captain Dulane befinden. Okay. Dann, Schiff aktivieren. Segeln wir mal westlich nach Port Royal. Da sehen wir es schon. Da ist eine kleine Boje. Da soll sich ein Pirat also befinden. So, hier soll angeblich ein Piraten sein. Piratenversteck sein. So, wir gucken einfach mal ganz kurz, ob hier irgendwas passiert in der nächsten Zeit. Notfalls lade ich dann nochmal. Aber wie gesagt, hier müsste dann hoffentlich irgendwann ein Pirat reinkommen. Aber aktuell sieht es noch nicht danach aus. Die Sache ist auch, es gibt auch Piratenverstecke. Die werden allerdings nur sichtbar, wenn wir... Habt ihr Interesse an einem Warengeschäft? Alter Schwede. Ja, hätte ich eigentlich wirklich. Die Piratenverstecke werden sichtbar. Und zwar nur dann, wenn wir sehen, wenn ein Pirat entweder aus dem Versteck rausfährt oder in das Versteck reinfährt. Ansonsten kann man die nicht entdecken. Also bedeutet, man muss hier so ein bisschen ausharren und hoffen, dass man ja wirklich Glück hat und hier dann die Piratenverstecke auch genau entdeckt. Aber Captain Dulane ist entweder noch auf hoher See unterwegs oder der Informant hat uns einfach beschissen. Ich tippe auf beides, aber egal. Ja, hier passiert nicht viel. Ergo würde ich sagen, leider erstmal nichts mit dem. Wir laden nochmal. Denn die paar Wochen, die wir jetzt hier dadurch verloren haben, will ich eigentlich nicht sinnlos verbracht haben. So, gut. Vielen Dank für nichts. Wir werden nochmal auf Entdeckungsreise gehen.
Das bedeutet, wir werden noch mal ein paar weitere Städte erforschen. Ja, ich grüße dich auch. Ja, der will uns jetzt wieder sagen, dass in seiner Stadt wunderschön ist zu handeln. Okay, hier können wir auch nichts kaufen. Mal gucken, was in Havanna los ist. Da haben wir... Oh, sehr gut. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Okay, 50 Kaffee. Für 27.000, das machen wir. Der Gouverneur. Wir haben ein Bündnis. Und ihr könnt mir helfen, die guten Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wir könnten hier noch einen Auftrag erledigen. Ach, weil wir Hauptbootsmann sind jetzt. Okay, wir gehen mal ganz kurz nach Port Royal. Nee. Die Stadt will ich. Gucken, ob wir hier auch eine Aufgabe jetzt bekommen würden. Nee, schade. Aber hier können wir Interesse an einem Waren. Ja, wir kaufen sie für 94.000. Das sieht erstmal verdammt viel aus, aber ich kann euch sagen, wir werden damit richtig viel Geld machen jetzt. Gut, ihr konntet eure Beliebtheit weiter steigern. Ja, denn nach und nach werden wir mal die ganzen Tücher hier verkaufen in Port Royal und wir werden im Endeffekt deutlich mehr Gewinn machen mit den Waren als Minus. So, dann noch Kaffee kaufen. Was sonst hier gerade im Angebot ist. Das ist nicht viel. So, kann man gleich wieder verkaufen. Sehr schön. Nee. Baumwolle auch nicht. Kurz mal nach Sisal rein. Aber keine Mission. So, dann gucken wir nochmal, wie es aussieht mit den Tüchern. Okay, ist noch bei einem. Also lohnt sich noch nicht zu kaufen. So, wie viel Kaffee brauchen wir? 50, glaube ich, ne? Ja, also einen noch. Eins Kaffee. Hier gibt es aber auch keine Mission. Ja, dann werden wir einfach mal den Auftrag oder ja, die Aufgabe von dem Vizekönig da bekommen. Oder von dem Gouverneur mal annehmen. Jawohl, ich brauche Unterstützung bei meiner Suche. Ich danke euch. So, dazu müssen wir erstmal wieder den Mann finden. Der ist nördlich von Providence. Und ihn dann wieder zurück nach Villa Hermosa bringen. Und dann kriegen wir das vierte Kartenstück. So, nördlich von Providence. Das ist... Providence. Wo war denn Providence? Ach, das war hier unten, glaube ich, ne? Da, genau, hier. Irgendwo hier müsste der Typ sein. Jo, das ist zwar ein weiterer Weg, oder ein ziemlich weiter Weg, aber wir müssen es ja leider machen. Vielleicht finden wir auch nebenbei noch einen Piraten. So, das ist der Mann. Oh, willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Dann gehen wir noch mal ganz kurz nach Port Royal. Wer denn das nicht verkaufen, sondern hier unsere Waren mitnehmen. Und zwar 500... 126. Wenn wir in Port Royal kommen, wir behalten mal so ungefähr, weiß ich nicht, 70 hier. Dann können wir in Port Royal immer noch ein bisschen handeln. Und nebenbei mal verkaufen wir noch die ganzen Tücher, damit wir wieder ins Plus kommen. So, das auch noch. Und oh, sehr schön. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Kapesche. Ja, wunderbar. Ich brauche noch mal ein paar Tücher verkaufen. Ihr seht, 150 haben wir jetzt quasi Einkaufspreis gehabt. Und wir verkaufen es für 220. So, und Schatzkarten Teil Nummer 4. Sehr schön. Wir machen weiterhin Gewinn. Das erfreut mich. So, dann geht's wieder nach Havanna. Da müssen wir nämlich die den Kaffee verkaufen. Dann wollte die aus noch anhalten. Kaffee nicht. Aber Baumwolle.
So, Mission erfüllt. Wir haben jetzt schon wieder 122.000 Gold. Und haben immer noch 426 von den Tüchern. Also ihr seht, das macht richtig Gewinn. Also läuft ganz gut. So, halt. Interesse an einem besonderen Auftrag? Nee, lieben Ziegel, weiß ich nicht. Ah, das wäre jetzt eine Rechenfrage. Gesamt 3200. Wir gucken einfach mal. Also 3200. 3500 zahlen wir jetzt so. In gut. Auftrag abgeschlossen. 4800. Ja, wir haben leichtes Plus gemacht in Havanna. Mit diesem Deal. Ich grüße euch und wünsche weiterhin erfolgreiches Handeln. Wir gucken mal, was der Gouverneur hat. Ich werde mal speichern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie krass diese Gouverneursaufträge schon sind. Kann sein, dass das jetzt ziemliche Arbeit wird. So, Gouverneur. Ich biete euch folgenden Auftrag an. So, Hauptbootsmann, die Stadt Tampa liegt ganz in der Nähe und gehört zu unserem Bündnispartner Frankreich. Als Zeichen der Freundschaft suche ich jemanden, der dieser Stadt folgende Waren liefert. 32 Werkzeuge oder Metallwaren, 32 Kakao und 32 Rum. Okay, wir haben Zeit, einen Monat. Ich glaube, das machen wir mal. Boah, Kakao, da müssen wir ganz in den Süden. Naja, egal. Also 32. Werkzeug. Kakao. Und. Rum. Alles klar, nehmen wir an. Bringt uns außerdem 10 Ansehen in Spanien. Also von daher machen wir das auf jeden Fall so. Hier wird schon mal rumproduziert. 32 hätte ich gern. Na wunderbar, haben wir schon mal die 32 voll. Dann brauchen wir noch Werkzeuge und Kakao. Kakao wird meiner Meinung nach nur hier unten produziert. Hier ist Kakao. Ja, wir müssen nach hier unten. Oder wird hier hinten auch Kakao? Hier haben wir Rum, aber Rum brauchen wir nicht. Werkzeuge bräuchten wir. Nee, auch nicht. Gibara auch nicht. Wir gucken einfach mal so nebenbei, ob wir hier Werkzeuge finden. Ja, Port-au-Prince macht Werkzeuge. Okay, dann machen wir erstmal einen Zwischenstopp in Port-au-Prince. So, wir werden natürlich nicht genug Werkzeuge bekommen. Wir machen auf dem Rückweg einfach nochmal Halt hier. So, erstmal besorgen wir uns die 32 Kakao. Da. So, nebenbei verkaufen wir aber noch weiter Tücher, alter Schwede. Ja, das macht richtig Asche. Werkzeuge nicht, aber Kakao da. Ist noch nicht viel, aber wir steigern uns. Hoffentlich. Jawohl, das geht doch schon mal ein bisschen besser. So, hier gibt's auch noch einen Auftraggeber. Psst, hier, ich habe etwas für euch. Okay, der will jetzt auch wieder Hinweise geben, wo der Pirat Dulane ist, aber das wissen wir jetzt ja. Oh, Caracas haben wir auch noch entdeckt, sehr schön. Auch in Caracas gibt es Kakao. So, Baumwolle. Nehmen wir den bei auch nochmal mit. Weil ich jetzt die ganze Zeit vergessen, die ganzen Waren mitzunehmen. Seile. Sehr gut. So, und wenn wir hier sind, entdecken wir auch noch ganz kurz die restlichen Städte. Das dürften eigentlich nicht mehr so viele sein. Zumindest hier unten im Süden. So, Baumwolle brauchen wir nicht.
Werkzeuge, sehr geil. Boah, Werkzeuge, massiv viel. 104 Werkzeuge, wir können immer noch welche einkaufen. 142 Werkzeuge. Sehr geil. So, weiter, weiter, weiter. Hier auf den Inseln ist, glaube ich, noch was. Genau, Margarita. Und Puerto Santo. Ach so, ich war nicht drin. So. Hier gibt es keine Missionis, aber egal. So, verkaufen. 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 Baumwolle verkaufen. Werkzeuge verkaufen. Das müssen wir behalten. Ach, jetzt habe ich rumverkauft, ich Depp. Okay, rum hätte ich natürlich behalten müssen. Okay. Gut, dann rum machen wir über Port Royal. Noch ein wenig rum. Und dann geht es nach Tampa hoch. Dann haben wir auch die Hauptmission hier mal erfüllt. Also nicht die Haupt, aber so die eine der großen Nebenmissionen. Zack, 52. Siedler. Alter Schwede. 1962 Siedler stehen bereit hier in der Stadt. Das ist mega viel. So, und jetzt auch nach Tampa. Gucken, ob es hier in Port Royal noch die vierte, den fünften Kartenteil gibt. Bitte, bitte, bitte. Wie wäre es mit einem Handelsgeschäft? Ja, nehmen wir auch definitiv an. So, komm doch bitte zurück. Schau mal nach Port Royal. Ja, wieso? So, wir nehmen alles mit. Metalle. 431. Kann ich ja die auch hier verkaufen? Ich denke schon. So, dann können wir nämlich jetzt nochmal richtig Plus machen. Hier erstmal ein bisschen was aus der Stadt verkaufen. Ja, Metalle natürlich nicht. Die haben wir hier mehr als genug. So, können wir auf dem Weg nach oben noch hier ein paar Sachen verkaufen. Also die hier zumindest. Davon haben wir aktuell mehr als genug. Behalten. Das können wir auch noch verkaufen hier. So, Havanna. Metall. Werkzeuge. Okay, und dann geht's jetzt nach Tampa. Dann haben wir die Mission erfüllt hier oben. Alles. Sahne. Werkzeuge. Aber erfüllt. Kakao erfüllt. Rum. Ja, wir müssen es leider verkaufen, aber erfüllt. So, jederzeit willkommen. Errungenschaft. Warum auch immer. Ach so, weil wir 100% in Spanien und Frankreich jetzt haben. Sehr gut. So, damit ein Häkchen an diese Mission. Ach so, ja, ich habe die ganze Zeit komplett vergessen, die Hauptmission auch weiterzumachen. Also, wir haben jetzt die beiden Wohnhäuser hoffentlich gebaut. Jawohl, haben wir. Ich habe nützlich. Dann können wir uns jetzt für 30.000... Sieht da, jetzt ist es schon 40.000, also nochmal teuer geworden. Und wir wollen oder müssen bauen eine Zuckerrohrplantage. Zuckerrohrfarm, wie man es auch nehmen will. Und die machen wir hier unten hin. Ich freue mich immer, wenn hier neue Gebäude entstehen. Jawohl, ich auch. So, bauen wir gleich zwei. Damit steigt dann auch die Gesamteinwohnerzahl auf über 1000 und das Stadtsymbol wird ein bisschen größer. So, wir werden dann also gleich unsere Hauptmission erfüllt haben. Und ja, dann war es das erstmal für diese Folge, denn wir sind schon wieder längst überfällig. Und ja, ich würde sagen, hoffentlich hat es euch erstmal gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin, ciao und tschüss.